Wenn euch diese spektakulären Aufnahmen aus Richtung Weltraum anseht, wo das Blau des Planeten und das Schwarz des Weltalls zu sehen ist, dann fragt man sich ja häufig, wie hoch bin ich eigentlich geflogen? Und um genau dieses Geheimnis zu lüften, haben wir einen Datenlogger entwickelt. Und dieses Gerät zeichnet alle 2 Sekunden verschiedene Parameter auf, wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und natürlich auch die Höhe bzw. die GPS-Position. Und damit lässt sich dann das große Geheimnis um die erreichte Flughöhe lüften, weil das Gerät bis 50.000 Meter Höhe funktioniert. Und in diesem Video wollen wir euch einmal kurz das Produkt an sich vorstellen und was ihr damit alles machen könnt. Die Daten auswerten, Grafiken erstellen, verschiedene Flugkurven in Google Maps, Google Earth und Duorama zu erstellen. Geliefert wird der Datenlogger in dieser Verpackung, auch noch in der elektrostatischen Folie eingepackt. Und das ist der Datenlogger. Er hat hier einmal einen Anschluss für einen 9 Volt Batterieblock, der auch bei Extremtemperaturen von bis zu minus 40 Grad funktioniert. Und dann haben wir hier noch einen Fühler, wo die ganzen Sensoren drauf hängen. Und dieser Fühler wird dann außerhalb der Styroporsonde angebaut und der Datenlogger an sich im Inneren. Und der Datenlogger hat hier ein Display, eine GPS-Antenne und ein GPS-Modul, funktioniert bis 50.000 Meter Höhe. Und wir haben hier an der Seite so einen kleinen Micro-SD-Karten-Slot. Da kann dann eine Micro-SD-Karte reingeschoben werden und alle Parameter, also Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und GPS-Position, werden dann alle 2 Sekunden auf dieser Micro-SD-Karte als CSV-Datei abgespeichert und können nach dem erfolgten Flug analysiert werden. Ich habe jetzt hier den 9-Volt-Block angeschlossen und die SD-Karte eingelegt, den SD-Karten-Slot. Und eingeschaltet wird der Datenlogger hier einfach durch diesen Schalthebel. Und dann steht er auf On, dann erscheint hier unser Logo und der Datenlogger initialisiert und startet. Und dann beginnt er im Prinzip auch schon direkt mit dem Logging auf die SD-Karte. Er stellt eine Datei, wo die ganzen Parameter in einer CSV-Datei abgelegt werden. Hier hat man noch so einen kleinen Taster, um sich ja quasi die Live-Werte anzugucken. Da drücke ich jetzt einmal drauf. Und dann sieht man unter anderem einmal die Bordtemperatur, weil wir 2 Temperaturfühler haben. Einmal direkt auf dem Board und einmal an dem Sensor, dass man ja hinterher schauen kann, wie kalt oder warm war es im Inneren der Sonde und wie kalt oder warm war es außerhalb der Sonde. Und dann haben wir einmal die Luftfeuchtigkeit und den Druck, der außerhalb der Sonde herrscht. Und weiterhin die GPS-Position. Oben sieht man auch die Spannung der Batterie und die Zeit, die der Datenlogger eingeschaltet ist. Und die Werte aktualisieren sich permanent, wenn man hier jetzt so ein bisschen mal reinpustet. Dann aktualisiert sich das sofort. Der ist also sehr, sehr genau, der Datenlogger. Wird auch vom Wetterdienst und anderen Diensten genutzt. Unter anderem auch vom Militär, von Universitäten auf der ganzen Welt. Und unter anderem natürlich auch von Schulen für Schulprojekte. Also der Datenlogger hat auch nur 2 Knöpfe und das ist das Schöne, man kann nichts falsch machen. Sobald man den Schiebeschalter umgelegt hat auf 1, zeichnet der Datenlogger sofort auf. Und man hat hier wirklich nur diesen Knopf, um hier durch das Menü zu schalten, um sich die Live-Daten anzugucken und kann halt wirklich nichts falsch machen. Und nach dem erfolgten Flug kann man den Datenlogger dann einfach mit dem Schiebeschalter wieder ausschalten. Und wenn der Flug dann erfolgreich war, die Sonde geborgen wurde, dann kann man natürlich analysieren, wie hoch ist denn die Sonde jetzt geflogen? Welche extremen Temperaturen hatten wir da oben? Dann nimmt man einfach die SD-Karte hier aus der Seite raus und lädt die entsprechende Datei einfach auf den Computer. Entweder lädt man das einfach in Excel rein und baut sich ein paar eigene Tools oder man nutzt das Tool auf unserer Webseite, was kinderleicht zu bedienen ist, einfach per Drag and Drop die Datei reinziehen und dann werden die Extremwerte angezeigt, wie hoch bin ich maximal geflogen, das war die Höchsttemperatur, die Tiefsttemperatur. Man kann unterschiedlichste Graphen erstellen, die X- und Y-Achsenabschnitte frei wählen, sich die Bereiche anzeigen lassen und diesen Datensatz kann man unter anderem auch in Google Earth reinladen, um richtig schöne Flugkurven zu visualisieren. Oder es gibt auch ein anderes Programm, das nennt sich Duorama, das kennen vor allem die Segelflieger. Da kann man dann auch nochmal in 3D visualisieren, wo man denn tatsächlich lang geflogen ist, sodass man das halt auch nochmal über Google Earth einbinden kann. Und wie man die ganzen Daten analysiert und diese spektakulären Flugkurven visualisiert in Google Earth und so weiter, dazu haben wir verschiedene Videos aufgenommen. Schaut euch das gerne mal an und viel Spaß mit dem Datenlogger.